Und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe ja vor kurzem meine Bookshelf-Tour zu diesem Bücherregal auf diesem Kanal hochgeladen. Aber ich bekomme bei diesen Bookshelf-Touren immer wieder Fragen, wo denn meine After-Reihe ist oder die Rockstar-Reihe von Jamie Shaw. Und ich dachte mir, deshalb ist es nochmal Zeit für eine zweite Bookshelf-Tour, denn ich habe zwei Bücherregale, eins hier und eins daheim, also in meiner Heimat, und deshalb habe ich für dort nochmal eine Bookshelf-Tour gefilmt, denn da sind auch viele meiner Lieblingsbücher und größtenteils wirklich Bücher, die ich gelesen habe, was sehr erstaunlich ist und in diesem Regal nicht so wirklich zutrifft, denn hier habe ich so ungefähr 80% nicht gelesen. Deshalb habe ich das nochmal gefilmt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der Bookshelf-Tour meines zweiten Bücherregals. So, viele von euch werden mein Bücherregal sicher noch ein wenig kennen aus meinen alten Videos. Und ja, es ist auch hier nach Farbe sortiert, wie man sieht. Aber es ist nicht ganz so voll wie meins in Leipzig, denke ich, weil eben unten, so wie in Leipzig, auch keine Bücher sind, aber im obersten auch nicht und obendrauf auch nicht. Da steht einfach nur die Tüte von La Durée und oben ist es eben einfach zu schmal, um da Bücher reinzustellen. Also könnte ich, wenn, dann nur legen, und es geht vom Platz her halt noch, deshalb ist es nicht nötig. Auch hier handelt es sich im Übrigen wieder um das Billy-Regal von Ikea. Genau wie in Leipzig habe ich hier eben auch ein extra Regalbrett. Deshalb passen auch nicht in alle Fächer hohe Bücher. Fangen wir mal unten an. Da habe ich immer noch diese Kiste stehen. Ich glaube, die steht schon immer da. Und da sind eben so Elektronikartikel und all so ein Zeug drin, Schulfotos. Also ein bisschen random. Und daneben habe ich einen Stapel mit Zeitschriften. Und rechts daneben stehen Schallplatten. Das sind aber keine fancy Schallplatten, sondern einfach alte von meiner Oma. Und die benutze ich dann immer für DIY-Projekte oder keine Ahnung, wie man das jetzt nennen soll. Aber ich mache daraus praktisch Deko. So, und jetzt muss ich leider zu meiner kleinen Kamera wechseln, denn sonst kann ich da nicht wirklich näher ran. Kommen wir zu Rot. Hier habe ich erstmal ein Buch, was ja jetzt auch nicht wirklich rot ist, aber es hat rote Akzente, deshalb steht es einfach da. Allgemein habe ich mir bei der Farbsortierung hier nicht so viel Mühe gegeben. Aber wir haben da jedenfalls von Diana Gabaldon dieses Outlander-Buch, Die Welt von Outlander, das ultimative Begleitbuch zur Serie. Und da stehen wirklich so viele interessante Dinge drin. Ich habe das aber noch nicht komplett gelesen, obviously, weil ich halt auch noch nicht die ganze Serie gelesen habe. Aber eben so ein paar Sachen, und ich fand das wirklich sehr cool. Und das ist eben auch super schön aufgemacht, also hier so ein Stammbaum und so. Aber ich hatte halt Angst, dass ich mich mit dem Buch zu sehr spoiler. Deshalb habe ich da noch nicht alles gelesen. Aber ihr seht, das ist wirklich wie so ein Naturratgeber teilweise auch. Also da geht es um Pflanzen und Fische und all sowas. Also es ist ein Fanbuch. Dann haben wir hier Tage wie diese von John Green und zwei weiteren Autorinnen, glaube ich. Hier ist der fünfte Teil Outlander und den habe ich aber auch noch nicht gelesen. Ich bin ja eigentlich beim vierten. Hier haben wir einen Spiegel von Anne Freitag. Und dann ist hier das Kinderbuch, was ich vor kurzem gelesen habe, Kiesel die Elfe. Hier ist ein Trick 17 Buch für die Küche. Dann haben wir hier der Joker von Markus Zusak. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Klassiker, oder? Also ich sehe das halt bei voll vielen und mir war das nie bewusst, aber ich fand das jetzt auch gar nicht so krass. Aber ich glaube, wenn ich es jetzt nochmal lesen würde, würde es mir noch besser gefallen. Hier haben wir Margots Spuren, also ihr werdet in dem Bücherregal alle John Green Bücher finden. Außer das Neueste, glaube ich. Hier ist Ein Sommer und vier Tage von Adriana Popescu und hier ist der zweite Teil Outlander. Und ich muss sagen, die neuen Ausgaben von Knauer sind halt einfach so schön, also die braucht man halt so einfach, weil sie so schön aussehen. Hier ist Scorched von Jennifer L. Armentrout. Das ist ja der Folgeband von Frigid, aber
es nicht zusammenhängt, aber fand ich eigentlich ganz gut. Hier ist The Sun and Her Flowers von Rupi Kaur und das ist eben diese wunderschöne senfgelbene Leinenausgabe. Die ist hier vorne auch so geprägt, also mega schön. Dann habe ich hier einen Krimi von Adler Olsen und hier ist Der kleine Garten am Meer. Wenn ihr mein Video dazu gesehen habt, werdet ihr wissen, was das für ein Müll ist. Hier ist ein Teil von Fair Game. Ich liebe ja Fair Game. Das ist eine meiner liebsten New Adult Reihen und Monica Murphy ist ja eh Queen. Hier ist mein Faust und das ist so mit ein Buch, auf das ich mega stolz bin oder so. Keine Ahnung, also ups. Ja, na. Und zwar ist das eben auch in so einem Leineneinband und so mit Gold hier vorne. Mega schön. Und die Ausgabe ist von 1953. Ich habe die hier schon geklebt und alles. Aber die ist eben von meiner Oma. Und ja, da sind auch Notizen und so drin, weil ich das eben auch in der Schule benutzt habe. Ich muss ja sagen, ich mochte Faust gerne. Aber da vertrete ich jetzt sicher nicht zwingend die Mehrheit. Aber ich fand es echt gut. Immer fällt mir alles runter. Das letzte Buch, was in diesem Regalbrett steht, ist übrigens Love is All You Need. Und da stehen eben von verschiedenen berühmten Persönlichkeiten Zitate über Liebe drin. Weiter geht's mit Pink, Rosa und dann Weiß. Und hier ist erstmal mein One Direction Buch. Das ist einfach ein Must-Have. Hier ist der zweite oder dritte, nee, der zweite Band Idol, glaube ich. Und der steht halt nur hier, weil ich das hier beendet habe und dann nicht wieder mitgenommen habe aufgrund von Übergepäck. Hier ist Fair Game, ich glaube, der erste, also auch mein Fave. Und hier ist Frigid, was ich eben erwähnt habe. Und hier sind zwei Bände von der Kylie Scott Stage-Dive-Reihe. Und die liebe ich ja auch total. Also es war mit, glaube ich, sogar eine der ersten Rockstar-Reihen, die ich gelesen habe. Und seitdem ist meine Liebe für Kylie Scott auch real. Hier ist von Julia Engelmann, Wir können alles sein, Baby. Und dann ist hier von Samantha Joyce, Among the Stars. Und das ist immer noch mit eins der, ja, besten New Adult Bücher so, das mega underrated ist, also große Empfehlung. Hier ist noch ein Spiegel und dann haben wir hier meine Bücher von M. Lighton. Das ist einmal The Wild Ones Reihe und einmal All the Pretty Lies. Und ja, die sehen halt auch einfach schön aus so nebeneinander, finde ich. Ist, glaube ich, Erotik, aber fand ich wirklich vor allem hier die Reihe sehr, sehr gut. Dann habe ich hier von Ellie Condy die Auswahl und das ist so eine Jugenddystopie, glaube ich. Und die mochte ich eigentlich auch echt gerne. Aber ich kann mich irgendwie gar nicht mehr erinnern. Also weiß ich gar nichts mehr. Voll komisch. Hier ist Bevor ich sterbe. Das war auch ein sehr berührendes Buch. Dann haben wir hier 14.000 Things to be happy about. Und das habe ich auch komplett durchgelesen und mir alles so markiert und so. War auch auf jeden Fall immer mal schön, das zwischendurch zu lesen. Und dann hier meine liebste Frontalpräsentation in diesem Regal ist von Miley Cyrus, Miles to Go. Das ist eben aus meiner Jugend einfach, ich so absolut Hannah Montana Fan und das ist einfach so ein tolles Buch. Also ja, deshalb muss das frontal stehen. Hier haben wir die Teen Vogue, wo One Direction drauf war und hier ist 100. Das ist so 100, was du im Leben lernen wirst. Es war auch ein sehr schönes Buch. Dann geht's weiter mit Blau und das ist so das einzige Regalbrett, wo ich wirklich langsam in Platznot gerate. Hier geht's los mit Die erste Liebe von John Green. Es war nicht mein Fave, aber ich meine, John Green ist trotzdem Fave. Und hier ist They Both Die at the End von Adam Silvera. Habe ich auch schon gelesen. Also allgemein habe ich fast alle Bücher hier gelesen. Ist ja eher eine Seltenheit bei mir. Aber hier sind wirklich dann noch Bücher, die ich gelesen habe. Mit einzelnen Ausnahmen. Von Jennifer Lee, Secret Sins. Und das mochte ich damals ja auch unfassbar gerne. Das einzige gute Buch, was ich von ihr gelesen habe. Der beste Sommer meines Lebens. Das ist eben noch ein altes Jugendbuch. Der Verlag sagt mir auch gar nichts mehr. Blue Moon, noch nie gehört gefühlt. Dann hier von Diana Gabaldon, Das Meer der Lügen. Ein Tag im Dezember von Josie Silver. Das mochte ich nicht und habe ich abgebrochen.
weil es einfach mir nicht gefallen hat. Hier ist das Schicksal Samis auf Areta. Das ist halt ein Must-Have. Hier ist Winterzauber in Paris. Das habe ich, glaube ich, letzten Winter gelesen und fand ich auch ganz gut. Hier haben wir den ersten Band von Outlander, auch in der schönen Ausgabe. Dann ist hier nochmal The Fault in Our Stars, also auf Englisch. Das Happiness-Projekt von Gretchen Rubin. Und das habe ich gelesen, aber es hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Hier haben wir meine Reklambücher. Einmal Nathan der Weise und einmal Faust 1. Hier ist nochmal... Ach so, das sind die Lektüre-Schlüssel. Und hier ist dann nochmal das Nathan der Weise richtig. Dann haben wir hier Chick. Das habe ich... auch schon vor Ewigkeiten gefühlt gelesen, aber das mochte ich sehr gerne. Auch den Film dazu. Will and Will von John Green und David Levithan mochte ich auch ganz gerne. Rubinrotes Herz, Eisblaue See, das ist eben auch ein Jugendbuch, das ich vor längerem gelesen habe. Dann steht hier, verliere mich nicht. Ich weiß gar nicht, warum das hier steht, aber es steht jedenfalls hier. Dann habe ich hier Auszeit im Café am Rande der Welt von John Strelicky. Das habe ich auch hier beendet. Hier habe ich Bob der Streuner und das finde ich immer noch so cool, dass ich das habe, denn das ist einfach signiert und ich komme da nicht drauf klar. Ich finde das so cool, weil ich mochte dieses Buch mega gerne. Unser letzter Sommer, auch ein Jugendbuch. Dann ist hier noch eins von der Kylie Scott Stage Dive Reihe. Mein Sommer auf dem Mond von Adriana Popescu und Morgen irgendwo am Meer. Dann haben wir hier Hope Again. Ich finde, das passt hier farblich irgendwie noch nicht ganz so rein, aber passt schon irgendwie. Eleanor and Park von Rainbow Rowell und Jetzt Baby von Julia Engelmann. Und dann ist hier eins, was ich tatsächlich nicht gelesen habe, und zwar Sturmhöhe von Emily Pontier. Und das habe ich mir gekauft wegen, ihr dürft einmal raten, richtig. Wegen After. Weiter geht's dann in dem Regalbrett hier und da haben wir einmal Pillow Thoughts 2 von Courtney Pepernell, glaube ich, heißt sie. Und das ist ein wunderschöner Gedichtband. Ich liebe ihre Gedichte. Hier ist dieses fancy High School Musical Buch. Und Tote Mädchen lügen nicht. Eigentlich könnte ich das aussortieren, weil eigentlich will ich das nicht in meinem Regal haben. Ich mochte das ja nicht und die Serie noch weniger. Sisters in Love-Reihe von Monica Murphy mochte ich auch sehr gerne. Ist aber mehr Erotik, finde ich, als New Adult. Und deshalb nicht das gleiche wie Fair Game so. Dann hier die Perfect Passion-Reihe von Jessica Clare. Und Jessica Clare mag ich auch richtig gerne. Also Love Her. Hier ist dann der dritte Band Outlander, aber nicht in der neuen Ausgabe. Deshalb... nicht ganz so fancy. Hier ist Eine wie Alaska von John Green. Das ist so mein Number 2 Buch von ihm. Also richtig große Liebe so. Ich freue mich schon, dass das jetzt verfilmt wird. Hier ist noch ein weiterer Teil der Stage Dive Reihe. Und dann liegen hier noch ein paar grüne Bücher. Und zwar Thoughtless von S.C. Stevens. Das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, aber das werde ich, glaube ich, auch nicht mehr tun. Hier ist Schluss mit Lustig. Das war so mit das erste Buch, was ich so richtig verschlungen habe, wo ich total in Love war. Ich weiß aber gar nicht mehr, worum es geht. Fair Game von Monica Murphy, also der, ich glaube, zweite Teil. Und von Beate Maxian. Die Frau im hellblauen Kleid. Und hier steht mein Johann Wolfgang von Goethe als Playmobil-Figur. Und das letzte Regalbrett ist dann eins, was ich früher immer mein Fave-Regalbrett genannt habe. Aber da stehen mittlerweile nicht nur noch meine Faves, sondern auch noch das hier. Das habe ich nämlich noch nicht gelesen. Letztendlich sind wir dem Universum egal von David Levithan. Hier ist Midnight Blue von L.J. Shen. Das habe ich gerade erst beendet und ich liebe es. Also es ist wirklich ein toller Rockstar-Roman, kann ich nur empfehlen. Hier haben wir After, die komplette Reihe, auch wenn ich die beiden ja nicht mochte. Aber trotzdem meine Faves. Aber wenn ich es jetzt nochmal lese, ist es eben auch was anderes als damals für mich. Hier habe ich die... Wie hieß die denn? Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls diese Las Vegas-Reihe von Jennifer Lee. Die war okay, aber irgendwie auch nichts Besonderes. Aber sie sehen halt richtig schön aus. Ich mag die Bücher voll gerne. Dann ist hier meine Lieblingsreihe von Jamie Shaw. Und zwar die Last Ones to Know-Reihe. Und da fehlt gerade der letzte, also mein Fave mit Mike. Denn das liest gerade meine Oma. Und hier ist dann noch der...
ja, zweite Teil praktisch von dem Samantha Joyce Buch. Das mochte ich auch sehr gerne. Also es war wirklich auch mega schön, kann ich nur empfehlen. Dann ist hier noch Milk and Honey von Ruby Kaur. Also ja, ihr erstes Buch, glaube ich. Und das mochte ich viel lieber als das The Sun and Her Flowers. Und dann ist hier noch die fünfte Welle. Das ist ja mit meinem Lieblingsfilm und das Buch mochte ich auch richtig gerne. Das gilt aber nur für den ersten Teil, weil die anderen sind leider nicht mehr so gut. Und ja, das war's mit meinem Bücherregal. Also mehr gibt's hier erstmal nicht zu sehen. Das war's auch schon und ich hoffe, euch hat diese Bookshelf-Tour gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und schreibt mir mal, wie viele Bücherregale ihr habt. Das würde mich mal interessieren, denn ich bin sicher nicht die Einzige mit mehr als einem Regal. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!